läuft schon. Aber sowas von. Ein Traum. Was ist hier schon wieder los, Fabian? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Fabian Kubik. Ich bin Mitarbeiter der JP Performance GmbH. Hinter der Kamera steht der Daniel Movo. Guten Tag, hallo. Wir sind gerade in einem Video aus der Porsche-Reihe. Lass uns mal in den Schatten hier, brauche ich die Augen nicht so. Doch, nicht trotzdem. Wir sind gerade in einem Video aus der Porsche-Reihe. Und zwar haben wir durch die Bank, planen wir ja immer irgendwelche Sachen, von denen der Herr Krämer nichts weiß. Wir haben heute einen Besucher, der jetzt gleich hier eintreffen wird. Ihr seid live mit dabei. Und zwar ist der Besucher der Lars Kern. Der Lars ist Testfahrer, Erprobungsfahrer, Rennfahrer bei Porsche. Der Lars ist derjenige, der mit dem GT2 RS den Nordschleifenrekord für Porsche aufgestellt hat. Krasser Typ. Und der kommt uns heute besuchen. Davon weiß Jean-Pierre noch nichts. Das wird er gleich erfahren. Der sitzt jetzt gerade drin zur Mittagspause. Wir haben ihm einfach was zu essen mitbestellt. Und werden ihn einfach mal überraschen. Und dann kann er sich mal mit dem Lars zusammensetzen. Kann mit dem Lars ein bisschen über das Autofach simpeln. Weil der Lars ist, glaube ich, so derjenige, der sich mit dem Auto mit Abstand mit am besten auskennt. Sieht auch mal von aus, ja. Ja. Sollte man von ausgehen. Wir warten noch kurz. Und dann geht's gleich weiter. Tschüss. Servus, guten Tag. Hi, Servus. Fabian, grüß dich. Hi, Daniel. Hi. Ich habe dich gerade schon mal kurz anmoderiert, damit wir eigentlich direkt loslegen können. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Daniel einfach rüber, überraschen wir uns und dann hoffen wir, dass ihm die Nudeln aus dem Mund fallen. Kompliment! Dankeschön. Genau, deswegen haben die Jungs gesagt, hey, geh mal vorbei, erzähl ein bisschen was von dem Auto. Ich sag, du bist da total scharf drauf, möchte mal Rennstrecke fahren mit dem Auto. Ich möchte ein bisschen mehr dazu wissen, wie das so war. Ich sag, also, fahren wir heute mal hierher, schnappen die Karre und fahren mal durch die Gegend. Findest du nicht auch faszinierend, dass die Zeit so nah ist, immer noch am 9.19? Ja, es ist nicht so weit. Ich meine, wir waren 88 Sekunden. Ja, wir waren letzten Freitag dort. Wenn man sich das anschaut, dann sagt man, der hat sie gar nicht, der hat sie wirklich nicht mehr alle. Hast du vielleicht bei Instagram mitbekommen? Ich habe die Runde geguckt 10, 15 Mal. Okay. Und ich verstehe nicht, was los ist. Also, pass auf, der biegt auf die Fuchsröhre ein und sagt mir, ich mache Pause und sag so die Runde, gucken, ob er 300 schafft. Erste Linkssenke, wo der ein bisschen wegknickt, ist er ja schon bei 300. Und wenn du zu Fuß die Nordschleife schon mal gegangen bist und von Scheitelpunkt Kurve bis zur ersten Senke, das ist nicht weit. Ja, wenn der hier, was weiß ich, Kesselchen hochfährt und bei 320 nochmal boostet auf 350. Ist das krass. Das ist einfach okay. Aber er war selber sehr überrascht und angetan und hat gesagt, boah, das ist schon schräg. Und sagt, man muss noch viel präziser fahren. Ich bin gerade ein bisschen voll geschockt, also Sekunde, stopp mal eben. Ich habe da gerade gestern gegessen, habe gerade gesessen, jetzt kommt ihr rein, ich sehe dein Grinsen und ich hab gesehen, dass jemand dabei war beim Reinkommen, der gehört nicht zur Firma. Beim Rausgehen habe ich schon gedacht. Das erste Mal da, ja? Ich habe ja auch direkt gefragt, ich habe ja direkt Kahn gefragt, wo geht Fabian hin? Okay, jetzt bin ich da, jetzt habe ich verstanden. Okay. Sollen wir eine Runde fahren, dann mal in den Innenhof rein, dass wir den Wagen auch sehen? Weil wenn wir das da draußen vorne machen, sind wir sehr kurz alleine. Okay, das entscheidest du. Ja, komm. Du fährst oder fahr ich? Mir ist egal. Erstmal fahr ich. Du musst irgendwie Lichtschalter mitnehmen, ne? Ja, unerwartet. Und dann esse ich jetzt weiter. Wo isst du denn? Hier. Ach so. Schön, du hast ja auch gerade noch mit mir zusammengesessen. Ihr geht jetzt rüber, holt die Lekria und dann geht ihr fahren und ich esse weiter. Ja, okay, dann machen wir das. Ciao. Bis gleich. Tschüss. Viel Spaß. Das Rot kann ich dir schon mal erklären. Ja? Der Andi Bräuninger hat gesagt, hey, wir müssen irgendwas Krasses machen, wo die Leute noch nicht wissen, dass sie es gut finden. Aber wenn wir es machen, dann finden sie es gut. Dr. Haraway hörte Geduld. Ja. Es wurde genauso. Also das stimmt absolut. Es wird bestimmt so eine Sache sein in 6, 7 Jahren, wo man sagt, der GT2 ist, hast du den roten oder den schwarzen? Ja. Ne, weil der Innenraum ist schon sehr besonders, vor allen Dingen, dass der ganze Dachhimmel rot ist, das ist schon nicht normal. Naja. Also wenn man es erst mal mitfährt, denkt man sich, muss das? Das drückt. Frage, wie viele Anläufe habt ihr gebraucht? Faktisch an dem Tag bin ich 5 Runden gefahren. Wir sind gefahren zusammen, Nick Tandy ist ein, war da und ich. Und wir haben gesagt, okay, da ich in der Vorbereitung und in der Entwicklung schon einiges gefahren bin, hat man gesagt, man nimmt eben noch ein,
wirklich einen richtigen Rennfahrer, sage ich mal, mit dazu, um einfach auch eine Referenz zu haben. Und dann hatte er 3-4 Runden, ich 3-4 Runden und das war's dann. Das Auto lässt sich aber, also unsere Runden waren alle unter 50, also alle unter 6,50. Das heißt, es hätte immer für den Rekord gereicht damals, ja, der den Lamborghini hatte. Das Auto lässt sich wirklich, so wie es dann final war, relativ einfach schnell fahren. Also das war auch das... Finde ich auch. Es gibt für mich halt ein, zwei Faktoren, die in diesem Auto sehr, sehr besonders sind. Und zwar einmal, ist die Reifentemperatur nicht da, Auto nicht funktionsfähig. Ja. Ist die Bremstemperatur nicht da, Auto nicht funktionsfähig. Ja. Hast du diese beiden Sachen in einem gewissen Fenster, funktioniert das Auto ja. Genau, ja. Und ich muss sogar sagen, der mechanische Grip und das Grip-Level von diesem Auto ist ja für 750 Newtonmeter und die 700 PS so, meiner Meinung nach, unerreicht. Wir hatten eigentlich eher Themen mit Untersteuern als mit Übersteuern. Wo ich am Anfang gesagt habe, hey, ich bin mir relativ sicher, jetzt kennen wir einen Turbo mit 580 PS, Allrad, und da hat man schon hin und da Traktionsthemen. Man sagt, okay, man schmeißt den Allrad raus und macht 700 PS draus, wie soll es gehen? Ja. Und dann bin ich das erste Mal gefahren und gesagt, oh fuck. Das geht. Nee, auch wenn du so lenkst, dann sind die Räder ja hinten, die gehen ja direkt mit. Das heißt, du spürst ja, das Auto will dir technologisch gesehen helfen, die Richtungswechsel zu machen. Und wenn du dann in eine Richtung weiter lenkst, fängt das hintere Rad ja an, den Kreis, den du fahren musst, wieder kleiner zu machen. Genau. Somit sind die Widerstände, das Abrollen des Reifens ja wieder geringer. Und das merkst du ja, das Auto rollt besser. Ja, er will dir immer die Hinterachse stabilisieren. Also zuerst agilisiert er sie und dann stabilisiert er sie. Und dadurch... Aber sehr fein. Ja, genau. Also ja, nicht so ruppig. Man muss schon das Popo-Gefühl haben, um das rauszufahren. Aber grundlegend ging es darum, erstmal das wegzunehmen. Die Leute sagen, boah, 700 PS auf einer Achse, Katastrophe. Und es war wichtig zu sagen, nein, ist nett. Mhm. Ihr könnt da reinsitzen und losfahren. Und es fühlt sich direkt, man fühlt sich wohl und kriegt keine Angst. Es fährt auch schnell. Und ich kann dir sagen, das Auto fährt keinen km/h mehr. Ich sag dir, das Auto fährt schneller. Mhm. Aber Backup. Aber wir dürfen es nicht, weil es Faktoren gibt, die uns da in der Entwicklung daran gehindert haben, zu sagen, okay, wir lassen das Auto noch schneller fahren. Man kann jetzt nicht sagen, es ist also begrenzt. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist elektronisch abgeregelt. Aber so ähnlich. Die Drosselklappe geht langsam zu. Ja, dann nimmt den Ladedruck weg. Ja. Weil einfach mein Abtriebsniveau bei dem Auto ist relativ hoch. Und bei der hat man relativ viel Abtrieb. Und, ich glaube auch. Und man hat leider nur 4 Reifen. Und die sagen irgendwann, hey, ist gut. Also es hängt auch stark mit der Aero-Einstellung zusammen. Ich glaube, du fährst Flügel flach. Ja. Ja, genau. Jetzt zum Beispiel für Nordschleife hat mir natürlich den Flügel hinten komplett steil. Ich wollte in... Du merkst ja beim Anlenken, das Auto ist super agil. Total. Und auf der Nordschleife habe ich gesagt, hey Jungs, boah, mir ist zu agil. Also in den schnellen Ecken, boah, ich hatte echt die Hose voll. Ich habe gesagt, hey, ich brauche ein bisschen taub, also vom Gefühl. Du meinst eine gewisse Zähheit, ne? Genau. Also der Einlenkbefehl kommt und er macht nicht direkt diesen Superzack. Holt dich der Teufel. Sonst musst du ja auch noch genauer fahren. Ja, genau. Weil wenn du dann nämlich nicht triffst und du öffnest wieder die Lenkung in manchen Kurven, dann haut es dich ja voll vom Kurs. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen hinten Flügel ganz steil und nehmen vorne sogar noch ein bisschen Abtrieb weg, sodass das Auto in schnellen Kurven tendenziell zu untersteuern ist, dass es einfach einfacher ist, in die Kurve reinzufahren. Vorausschau. Genau. Findest du nicht auch? Ich habe das in einem anderen Video schon gesagt, findest du nicht auch, das Auto ist zu günstig? Guck mal, die Rundenzeit, die Leistung, die Performance, die Qualität, Carbon hier, Carbon das. Also jetzt nimmst du zum Beispiel einen Nicht-Weisach und bist da irgendwo bei 290.000 Euro. Ja. Natürlich ist das ein Riesenberg Geld für viele Menschen, absolut unerreichbare Summe. Aber ich sage, ich kenne viele Autos, die kosten ähnlich, können im Innenraum nicht mehr, können vom Infotainment nicht mehr, können von der Leistung schon gar nicht mehr, können von der Beschleunigung nicht mehr und vor allen Dingen können die keine Rundenzeit. Klar. Und wenn du das dann so siehst, dann denkst du dir, ich glaube, der braucht schon einen guten Deal. Ja, definitiv. Aber unser Ziel war am Anfang gar nicht der Rundenrekord auf der Nordschleife. Eigentlich haben wir gesagt, ja, 705, 700, sowas wäre cool, wenn wir das schaffen. Und dann über die Entwicklung vom Auto wurde immer klarer, welche Performance
Er war sehr, sehr stark involviert, auch so Themen wie jetzt eben Wasseraufspritzung und so. Das ja, so ja auch sehr geil. Ja, genau. Und man hat irgendwie gesagt, hey, wir sind am Limit, wir brauchen das. Natürlich gibt es Einschränkungen, weil man fährt irgendwie nur so und so viele Runden mit dem Wasser, okay. Aber es geht nicht anders. Und machen wir ja genauso. Es ist ja bei uns das Gleiche. Wenn wir Autos haben, wenn wir einfach andere Temperaturen nicht mehr unter Kontrolle bekommen, dann müssen wir so agieren. Und wir gehen ja teilweise sogar, dass wir in den Ansaugtrakt hier reingehen und ihr macht die sichere, coole Nummer, dass ihr einfach auf den Ladeluftkühler... Es ist natürlich als Hersteller, ich habe da immer eine andere... Klar. Genau. Spritzqualitäten an verschiedene Länder, das ist natürlich alles sehr, sehr unterschiedlich. Die Bandbreite. Ja. Oh, ich als Fahrer oder als Testfahrer, ich sage oft, nee, lass mal das oder das machen und das ist irgendwie verrückt. Jetzt hast du ja schon gemerkt, dass der Reifen nicht da ist. Ja, ne? Obwohl wir 25 Grad ausnehmen. Genau, aber der Rechts-Links-Schwenker, der hätte er nicht gemacht. Ja. Die Lenkerstellung so, er hätte nur den einen gemacht. Ja. Und er hätte dann weiter das Differential zugehalten und wäre weitergefahren. Ne? Ist halt schon... Man ist immer wieder erstaunt. Das ist eine, immer wieder. Es ist scheinste. Eigentlich ist das einzige Auto, wie ich sage, ich bräuchte nicht mehr Leistung. Nee, und das sagt so selbst Dr. Crazy, sagt das alles. Also. Selbst wenn man es regelmäßig fährt, auf der Autobahn sagt man, boah, nee, also mehr bräuchte ich jetzt nicht. Ja, es ist auch das erste Auto, wo ich, nicht das erste, aber ich bin es gefahren, das habe ich schon ein paar Mal auch gesagt, dann fahre ich und sage ich innerlich so, oh Scheiße, oh, ich glaube, ich brauche das. Aber bei diesem Auto ist es so, eine Mischung aus unheimlichem Stolz, ich glaube, man kann sowas besitzen, außer da. Und dann in meiner Position als Tuning-Mensch, das ist 100% Serie. Und ich sag noch was, du musst dieses Auto in keiner Phase verändern. Egal, was du hier änderst, du machst das Auto in diesem Fall ehrlich schlechter. Und es gibt Autos, die sind gut und sollen Rennstrecken-Autos sein, aber du kannst immer ein bisschen was machen. Aber hier bei diesem Auto ist nichts so. Das werden jetzt auch viele merken, die sich denken, ah ja, das fahren die 647, da machen wir noch ein bisschen was. Nächster, da geht nichts. Nein, genau, weil es war schon, ich meine, wir haben uns schon Mühe gegeben. Also, ich meine, wir haben ja auch dieses Rekordauto gebaut, diesen Golf. Ja. Wir sind ja auch schon ziemlich unterwegs gewesen mit dem Ding. Das ist wirklich schon für so ein frontangetriebenes Auto ehrlich schnell. Ja, ja, definitiv. Wir waren mit vor Ort. Ich bin mit dem Benni zusammen die Strecke besichtigen gegangen, ob es noch nass ist. Während Lambo versucht hat, unseren Rekord zu schlagen, hab's nicht geschafft. Ja. Und, was hat eine dicke Kugel, ne? Ja, dann hat der Benni mir erzählt, was für eine Rundenzeit, die hat mir anvisiert mit dem Auto. Ja, ja. Da habe ich gesagt, wie bitte? Ja. Mit einem frontangetriebenen Golf. Das Auto kann's. Boah, brutal. Das Auto kann's. Das ist krass, ja. Und er auch. Er auf jeden Fall. Ja. Aber an dem Tag, wo wir da gefahren sind, war einfach nicht der richtige Tag. Es war zu warm. Es war zu warm. Genau. Und dann nicht, also stehender Start, das waren einfach mehrere Faktoren, die einfach... Geht noch schneller, meinst du? Wir schaffen 3 Sekunden über dem, was mein Ziel war, sag ich. Was war dein Ziel? 7:30. Okay. Und 7:33, denke ich, ist... Und jetzt steht 35. Sowas in dem Raum. Ja, ja. Ne, merkst du hier? Das ja, Auto leicht untersteuert. Voll. Genau. Aber das ist auch eben ein Riesenthema bei dem Auto. Wenn du auf Last in die Kurve fährst, hast du tendenziell, weil die Sperre ein bisschen weiter zu ist, schiebt das Auto leichter über die Vorderachse und du kannst halt mit dem Gasfuß alles machen. Du reduzierst ein bisschen Last, geht die Sperre wieder ein bisschen weiter auf und das Auto dreht sich mehr ein. Also du kannst mit dem Auto wirklich alles machen. Man kann auch toll driften. Ja, genau, man kann echt dubeln, sagen wir. Man kann wirklich, ja. Spielen. Ja, genau. Ja. Was bei Porsche bei manchen Modellen oft so eine Sache ist, wo ich sehr ungern quer mitfahre. Ja, das ist so. Weil das Auto eigentlich gedacht ist genau nichts zu tun. Genau, richtig. Und hier ist wirklich so, man hat echt die Spreizung. Man kann mit dem Apparat beides machen. Schnell fahren und bubeln. Bubeln? Du kannst bubeln. Ja, lass mal bubeln. Nein, ich finde, es gibt nichts Krasseres am Markt und nichts Verrückteres. Ob er jetzt rot innen sein muss, darüber können wir uns so unterhalten. Aber nee, das ist so generell Endziel eigentlich. Ist der Endboss, ne? Ja, Endgegner, ja, würde ich wohl sagen. Und aber irgendwann kommt jemand, im wahrscheinlichsten Fall seid ihr es selbst. Hoffentlich. Wir reden ja die ganze Zeit ganz offen gerade. Wen siehst du denn so in Schussweite, wo du gerade sagst, oh ja, wenn der mal... Ich bin mir sicher, dass die McLaren-Jungs, die wissen, wie man Autos bauen.
Ja, wissen sie auf jeden Fall. Genau, aber... Aber die Zeit hier ist jetzt schon nicht einfach. Ja, das merken die gerade. Wir sehen die relativ oft da oben und meistens gehen sie mit hängenden Köpfen. Taika, was sagst du dazu? In erster Linie bin ich kein Fan von Elektroautos. Nicht? Also, nein, vom Prinzip her nicht. Siehst du mal an der Schlaufe hier? Du kannst einmal hier aufsteigen. Ehrlich nicht? Nee. Ich schon. Okay, aber die Jungs haben gesagt, jetzt hier, sitz mal rein, fahr mal bitte eine Runde und sag mal was dazu. Du bist schon gefahren? Ja. Und Schulnotensystem. Power. 2. Er hier, Schulnotensystem? 1 mit Sternchen. Okay. Also ist er schon nah dran? Ist schon verrückt. Ist schon Brett. Ja, es ist so. Vor allem, er braucht keine Zeit. Es ist halt, das Drehmoment ist halt initial da und das fühlt sich schon, aber als Fahrer sagt man, okay, oh, kann ich so gar nicht, das ist ziemlich geil eigentlich. Ja, okay. Visuell ist es ein Porsche. Ja. Ja, ne? Ja, definitiv. Kompakt, kurze Überhänge, knackig, ja. Schon das, was man sich erwartet. Und am meisten überrascht hat mich das Handling vom Auto, weil man hört, boah, Elektroauto, schwerfällig. Aber Schwerpunkt ist gut. Genau. Und wenn man das Kundenszenario betrachtet, und das ist eben nicht jetzt Nordschleife oder ist so, also keiner wird mit einem Taycan auf der Nordschleife fahren, außer wir. Oh, ich wollte gerade sagen. Oder du vielleicht. Auf jeden Fall. Und da muss man sagen, das normale Kundenszenario betrachtet, ist das Auto geil und fühlt sich ultra agil an. Und da war ich wirklich überrascht und habe mir gedacht, oh, hoppala, vielleicht muss ich das nochmal ein bisschen überdenken. Also meine eigene Einstellung zu dem Thema. Was, wenn du an diesem Auto wirklich was ändern könntest, ne? Was würdest du ändern? Nee. Wasted. Ja, wir sind beide nicht so begeistert von dem Auto, ich merke schon. Aber was würdest du ändern, wenn du könntest? Ich gebe ein paar Mal irgendwo. Ja. Du kannst dir eben Gedanken machen, was ändern. Ja, geht klar. Also, geht schon. Was würde ich ändern? Ich glaube gar nichts. Also mir fällt nichts ein. Ich würde vielleicht... Mir ist der Außenauftritt einen Tick zu extrovertiert. Findest du? Ist für das Auto schon richtig, aber an der einen oder anderen Stelle... Also die Öffnung für die Kühler braucht er ja. Ja, sicher. Aber ich hätte es gern so einen Tick dezenter. Ich habe auch zum Andi gesagt, ich würde das Auto kaufen und direkt die Haube folieren lassen, weil ich sage, mir ist zu kriegst zu Rennwagen. Genau, ja, ja. Ja. Das könnte ich für den Alltag nicht, hätte ich keinen Bock. Der Flügel, okay, weil der muss, aber das schwarz-blau, weiß nicht. Wäre jetzt nicht meins. Alle, die mich gesehen haben, ne, mit dem Auto, haben alle gesagt, sie hätten gedacht, ein Rennwagen kommt. Mhm. Weil im ersten Mal, wenn du so vorbeiguckst, ist es wirklich sehr stark. Also die Kriegsbemalung ist wirklich da. Ja, genau. Und dann innen rot. Es gibt aber auch schwarze innen. Ja, gibt's. Aber das Problem ist, das war auch bei der Rekordfahrtsproblem, die Jungs haben einfach Serienausstattung bestellt. Und das ist tatsächlich Serienausstattung. Es konnte ja keiner wissen, dass Serienausstattung rot ist. Wir brauchen jetzt ein Auto für so eine Rekordfahrt. Ja, neben Serie. Rot? Ups. Genau, nur gelb außen wollten wir. Wir haben gesagt, gelb ist cool. Ich bin schnell. Habe ich mir nämlich auch gesagt, ich bin gelb. Aber jetzt gibt es tatsächlich ein paar Kunden, die das genauso bestellen, weil sie sagen, hey, das war die Rekordfahrt-Spec. Außen gelb, innen rot. Ja, also außen kann gelb, machen. Außen gelb, innen schwarz finde ich ziemlich geil. Ja. Ja, definitiv. Mit dem schwarzen Rad sieht super aus. Mehr Leistung? Nee, nicht für mich. Ich liebe Leistung, ja. Ne? Aber ich beschleunige und manchmal, ich bin ja jetzt ein paar Tage gefahren und dann beschleunige ich so fünfter Gang. Fünfter Gang sind so Auergänge, wo du denkst, es könnte aber noch mal ein bisschen. Aber dieses Auto macht im fünften Gang eine Party, wo du denkst, würden die 50, 80 PS es jetzt bringen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass das Gleichgewicht und die Ausgewogenheit von dem Auto weg ist, weil ich glaube, wir bewegen uns hier am 100%igen Limit der Reifentechnologie. So fühlt es sich so an. Also, ich meine, wir haben ja für das Auto jetzt noch den Optionsreifen, diesen Cup R. Okay. Den hatten wir auch bei der Nürburgring-Runde. Das ist nicht der Reifen, ne? Nein, bei der Nürburgring-Runde mit drauf. Auch jetzt beim GT3 RS war der drauf. Und der bringt dem Auto einfach nochmal noch einen Tick Heckstabilität. Mehr? Ja. Und bringt das Auto noch, also für eine Rennstreckenrunde noch mehr in Balance. Beruhigt quasi, ich sage jetzt mal, die Hinterachse ein bisschen. Das ist, was du jetzt als agil empfindest und als geil zum hier rumfahren, hilft da einfach auf der Rundstrecke diesen Cup R drauf. Mhm. Und ich schätze das Delta sicher auch zwischen 6 und 8 Sekunden. Auf jeden Fall. Ja. Der Reifen? Nur der Reifen. Im Vergleich zu dem? Ja. Hätte er schneller gewonnen? Ich glaube nicht. Was war das? War schon alles. Ich bin gefahren 49, 48, 48, 47.
Und die 47 war schon, da hat schon eigentlich alles gepasst. Also, das ist ein geiles Gefühl. Wenn man, ja, pff, ich hab's direkt gesagt, hier, bitte, ciao. Gib mir ein Bier her. Ciao. Ich glaube, das war's. Und ja, geil. War super. Das freut mich. War echt gut. Das ist geil, das freut mich. War ein gutes Gefühl. Vor allem, es steht jetzt schon fast ein Jahr. Und ehrlich? Ja. Das war schon ein Jahr. Ja. Und das mit einem Konzept, wo Alex sagt, boah, so ein Elfer. Ja. Wenn man mal ganz weit zurückspult, das Konzept, das sage ich ja auch in den Videos auch, das Konzept ist ja eigentlich zum Auslachen. Heckmotor, hinter Heckgetriebe. Der Hinterachse, ja. Digga, Leute, also ein kleines Kind würde ein Auto so zeichnen, weißt du? Und dann höre ich die Konzepte Mittelmotor oder Frontmotor, Heckgetriebe. Wo du eigentlich denkst, von der Mathematik, vom Reißblatt, vom Blatt Papier, würdest du sagen, das muss besser funktionieren. Ja. Aber ist ja nicht. Ja, das ist so. Aber das ist wirklich auch diese Akribie, die Porsche da reinlegt in das Konzept. Und man denkt manchmal, okay, jetzt kann es gar nicht mehr besser werden. Also auch beim 911 Turbo oder beim GT3 denkt man sich, boah, jetzt sind wir eigentlich echt am Limit. Und dann kommt so ein Auto und ich sehe, es gibt's gar nicht. Aber es ist halt, ja, es wird dann auf einmal das Fahrwerk komplett unibar gelagert. Man nimmt dann Carbon-Stabis. Wahnsinn, habe ich gesehen. Genau, ja, also es kommt dann immer noch was. Und dann kommt der Reifen-Heini und sagt, hey, hier hast du einen Reifen. Und ich sehe, ey, wo kommt der jetzt her? Wie funktioniert das alles? Mhm. Und so, das ist eben das, jedes Detail verbessert sich immer noch ein bisschen. Und man schmeißt das Konzept eben halt nicht radikal um, sondern man macht immer an diesem Konzept weiter. Ja. Frage. Auf welchem Setup bist du die Runde gefahren? Ich hatte ESC aus, also PSM aus, aber die Traktionskontrolle an. Hätte ich mir gedacht. Ja, weil wir gesagt haben, ja, an der einen oder anderen Stelle, weil du kannst halt bei dem Auto bei 200 noch Wheelspin haben, wenn es blöd läuft. Und da habe ich gesagt, brauche ich nicht unbedingt. Aber halt in die Kurve rein, weil, also man kann das so übersetzen, genau. PSM hilft in die Kurve rein, stabilisiert das Auto im Schub und Traktionskontrolle auf Last. Und ich habe gesagt, auf Schub, da möchte ich das Auto haben und da, das passt. Da schmeißt du ihn ja eigentlich auch nicht weg, wenn du weißt, was du machst. Ja, genau. Aber Traktionskontrolle aus dem Eck raus, wo du sagst, okay, jetzt voll, dann ja. Und es hat mir sicher mehr Zeit gebracht, wie das es mich gekostet hat, mit Traktionskontrolle zu fahren. Welche Zeit, denkst du, kann man fahren mit allen Regelsystemen an? 7? Nee, Quatsch. Da sprechen wir vielleicht von 3-4 Sekunden. Mehr nicht. Ne? Mehr nicht. Die Regelsysteme sind inzwischen so gut krass. Am Limit appliziert, weil, wie gesagt, die Jungs, die das applizieren, eben auch wissen, wo das Limit ist. Und wir ja, unser Wunsch ist ja, dass der Kunde maximal Performance von dem Auto erfahren kann. Und die erfährt er im Regelfall mit aktiven Systemen. Deswegen kommt man da echt sehr, sehr nahe. Man müsste es mal ausprobieren, wie nah es wirklich geht. Aber ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr nah ist. Pass auf, kennst du mal 964? Nee. Der ist aber vom Lack her 1+, der ist gerade wirklich sehr staubig. Okay. Wie findest du die Räder? Gewöhnungsbedürftig, aber cool. Warum? Nein. Hat halt einen ganz eigenen Stil. Gibt dem Auto aber so eine, ja. Eine prollige Ader? Hast du hier, oder? Bis gerade fand ich ihn noch richtig cool. Ich find's nicht prollig. Aber man sieht dem Auto eben an, dass es modifiziert ist, dass es kein Originalauto genau. ist. Aber es steht dem Auto. Wobei ich diese Optik von diesen geschlossenen Felgen, die du auf dem Turbo auch mal hattest, glaube ich. Ja, ja, ja. Finde ich schon scharf. Ja, nein, ich auch. Ja, also das ich auch. Guck mal, da kommt er wieder, da ist der Move. Das kann ich auch eben ausmachen wieder. So, sollen wir eine Runde fahren mal damit? Ja, einfach. Los geht's. Danke. Fahrt ihr? Ja. Warum jetzt zu spät! Warum bin ich da gekommen? Ich habe ja auch noch geplant, weil keiner Bescheid wusste. Wir springen jetzt wieder hier rein, warte. Warte, da raus und da rein. Stehende Pedale. Geil, ne? Ja. Erstmal, dass ich Beifahrer bin hier. Du bist der Erste, der das Auto fährt, ja? Ist das quasi ein Vertrauensbeweis? Ja, ist es. Wir kennen uns seit einer halben Stunde. Ja. Läuft! Und das meine ich. Sämig. Wo sind wir denn hier? Was ist ein Fünfgang? Ja. Oh. Wieder mehr. Ich hätte mich fast blamiert. Was ist hier mit der Kupplung los? Da ist aber einer nervös, wenn jetzt das Ding absäuft hier. Wo fahren wir denn hin? Links. Links. Links, links. Müssen wir aufpassen? Müssen wir rücksetzen hier? Normalerweise nicht. Du bist hier unten Zeit gefahren. Hast du Navi eingehabt oder was? Da geht's hier immer nur geradeaus. Ja, ja. Aber findest du nicht auch, dass das jetzt schon direkt befriedigt? Ja, aber es ist so pur.
ne? Lenkrad, Lenkposition. Ja, aber man sitzt, genau, also man sitzt direkt und ich mag auch das Offene hier. Ja, ne? Finde ich gut. Ich auch. Ja. Auch 996 GT3 ja, zum genau, Beispiel, ja. Wenn da nichts war. Gab es aber beim, glaube 996 Facelift oder so, gab es das nicht mehr. Irgendwann war dann rum. Der 3.8er, ne, der 3.8er GT3 hat das nicht mehr, aber der 3.6er, der ja. 360 PS, ja. Der hatte noch, konntest du bestellen ohne Mittelteil. Ja, ist gut. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst, wie der fährt. Ich muss ja sagen, also ich mache relativ viel auch mit den Manta-Jungs, die verbauen ja. Überall KW-Fahrwerke. Ja. Und, oh, schön. und das ist immer geil eigentlich. Also das passt im Regelfall ziemlich gut. Also, ja, ist auch so. Wie viel Leistung hatte der 99? Ja, ich glaube 1200. Ich glaube, das wäre zu viel. Wir fahren mehr. Was? Bei was? Bei GTRs, Maschinenlocks. Naja. 1200. Ja, also das der große Vorteil bei eurem ist ja der Elektro-Boost, den ja, er dazu genau. kommt. Er hat 720 PS, reine Verbrennungsleistung genau. aus dem V4. V4? Das hat ja auch keiner wirklich mitbekommen, ne? Ich wusste nicht, dass es ein V4 ist. Schreibt man jetzt auch nicht groß drauf, weil man sich denkt, ja, V4, aber... Warum 720, V4? Baugröße? Bauartbedingt und einfach Effizienz. Wobei ich mit LMP... Ich saß noch nie in dem Auto. Unangenehm. Also ich habe mal in der Audi-Version davon gesessen. Ja. Man sieht in diesen Autos genau gar nichts. Ja, denke mir. Du kriegst ja eine Kostprobe von den schlechtesten Straßen Dortmunds. Ja. Aber ja. Dafür fährt er hier, finde ich, aber... Oh, gut. Ja. Ja. Also der fährt sich jetzt nicht wie so ein tiefer gelegter 94. Nein, und er ist tief. Ja. Denkst du, dass der 919 weit weg war, ist, oder von der Fahrdynamik überhaupt weg ist von einem Formel-1-Auto? Im Gegenteil, ne? Ich glaube schon, dass es, also, das, was die Jungs mir sagen, ist, es wird anders. Die hatten auch eine Art Torque-Vectoring an allen Rädern, also quasi wie ein ESP-System wow. An Bord. Das nur muss ja bei der Leistung. Wie möchtest du 1200 PS mit 800 Kilo mit dem Fuß nur steuern? Also wenn man allein sieht, wie das Auto hochschaltet oder wie es wie soll das... Auch die Querbeschleunigung. Die Jungs haben was von 5,5G erzählt. Wohin? Wie soll das... Also keine Ahnung, wenn wir Nürburgring fahren mit dem Rennauto, mit dem GT3R, dann sind wir bei, weiß nicht, 2,5G. Ach Quatsch. 2,5? 2,7 irgendwie. Also ich hatte, glaube ich, in dem GT2 hatte ich, glaube ich, 1,85. Mhm. Ja. Ich glaube, mehr kann die Anzeige nicht. Ach so. Okay. So. Na gut. Nein, das ist schon... Also wenn solche Autos... Das hat ja mit dem Auto nichts mehr immer viel zu tun. Das ist irgendwie Flugzeug fliegen nah am Boden. Mhm. Und, geile Beschreibung. Ja, also ich bin extra hingefahren, weil ich gesagt habe, ich muss das sehen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren das Event sein am Nürburgring. Was wie vom Bellof damals. Ja, fuck. Und dann habe ich gesagt, ich muss da hin und ich muss an den Pflanzgarten. Und ich stand am Pflanzgarten und habe gefilmt. Da war er weg. Ja, hier wäre ich auch. Wäre ich auch. Du siehst das Auto kommen und weißt, wie ein normaler Sportwagen braucht, von da nach da. Genau. Das macht einfach nur so, gut. Ja. Und denkst du, ja, war krass, aber ich habe jetzt gar nichts gesehen eigentlich. Völlig irre. Und schon bei der Aufwärmrunde irgendwie 6,30. Hättest du es ja auch zugetraut? Ich kenne das Auto überhaupt nicht. Natürlich würde ich gerne mal in so einem Ding sitzen und mal probieren. Aber ich glaube, dort ist, ich mein, Timo hat, ich weiß nicht, 5x 24 Stunden Rennen am Nürburgring gewonnen. Also der weiß genau, was da oben los ist. Und ich glaube, also die 611 zu schlagen, das hätte ich mir zugetraut mit dem Auto. Aber so nah am Limit zu fahren, wie das jetzt der Timo gemacht hat, keine Chance. Und er ist etatmäßiger Rennfahrer. Ich arbeite nochmal in der Küche. Passt schon. Fährst du oft sowas noch? Ich war tatsächlich fürs Museum alle Fahrzeuge, alle historischen Rennautos, die zum Service in Weißach sind, fahre ich die Abnahmefahrt. Ja. Also ganz furchtbar. 956 gefahren? 917, 956. Wie fährt ein 956? Ziemlich geil. Wir haben ein Auto aufgebaut, beziehungsweise die Jungs, mit dem Fokus Performance. Und weil die gesagt haben, wir wollen ein Auto, was man einfach einsetzen kann, auch zum Schnellfahren. Ja, genau. Und da haben wir das Auto aufgebaut und dann haben die Jungs gesagt, hey, wir müssen einen Test machen, so richtig. Wie wir es heute mit aktuellen Rennautos machen. Haben sie den Norbert Singer entlassen. Und der kam dann und dann haben wir in Weißach den ganzen Tag getestet und verschiedene Abstimmungssachen gefahren. Und das Auto hat Abtrieb. Boah, ist brutal. Also, das ist ein richtiges Rennauto. Und wenn wir zum Beispiel 917 oder so fahren, das sind Motoren, also fahrende Motoren eigentlich. Also das hat mit dem Auto nichts zu tun.
das ist eigentlich... Also Wald, ne? Ja, es ist nur verrückt, dass man damit schnell gefahren ist. Und so ein 956, der fährt richtig gut. Und es gab ja zwei, einen mit Differential, einen ohne, ne? Ja. Es gab ja nochmal eine Update-Variante, ja, ne? Und das war quasi letzter Spec, hat man da aufgebaut. Ja, ja. Nummer zwei, gib mal Gas. Der hat aber auf jeden Fall einen Auto PS. Ja, der hat richtig Qualm. Fährst du den im Alltag auch? Ja. Sehr gut hier, weil er einfach gut geht. Ja, und ich meine, alle scheißen sich da immer ein mit Matching Numbers und bla. Aber wichtig ist, dass das Ding, ja, und dass das Ding gut ausschaut und dass es geil fährt. Weil warum? Ich meine, die ganze Sammlerei und ja, also entweder Auto genießen. Genau, richtig. Und davon müssen wir fahren. Es muss gut fahren. Hallo. Wir wollten uns den 9&1 von mir mal angucken eben. Ja. Konsequent. Du kannst auch sagen, wenn dir was nicht gefällt, ne? Ich bin zum Beispiel kein Fan von den Rädern. Ich finde die Räder extrem geil. Der Style, aber ich finde das Hochglanzverdichtete nicht cool. Ich finde sie extrem geil und finde vor allem geil, dass sie ans Originaldesign angelehnt sind. Ja, das finde ich auch geil. Ja, weil aber ich dachte tatsächlich, es wären Originalräder. Nein. Ja, jetzt sehe ich's. Ja. Aber völlig irre. Aber 255, 30, 21, wir fahren auf dem Vorderrad für 10,5. 10,5? Genau. Wie geht das? Kotflügel. Also wir lüften komplett, da ist kein Gitter, ja, sondern wir holen komplett raus und wir fahren hier um 12,5, 21. Aber 25, ne? Wir fahren 3, ja. 25, 25. Ja, das ist fast kein Querschnitt. Genau. Das heißt, von der Fahrdynamik ist es nicht zu vergleichen mit GT2S, dagegen ist das halt wirklich, ja, geht so. Ist, ich fahre halt ohne Killer. Spoiler, ich finde es halt geil ohne Spoiler. Ja, finde ich. Ja, ist gut. Die Heckschestange ist selbst gebaut, okay, aber wir müssen ja die Ladung. Aber fahrdynamisch ohne Spoiler, puh. Nee, geht. Hab geht? Ich am Anfang gedacht, problematisch. Bis 100, oder? Was schätzt du? 100, 200, wie viel der schneller ist ohne Spoiler? 100 auf 200? Ah, vielleicht 3, 4 Zehntel. Eine Sekunde. Ach Quatsch. Ja. So viel macht das aus, wenn das Biest da hinten drauf ist. Du merkst es richtig. Du merkst es richtig. Ja, aber dann kann das, also dann muss es definitiv auch einen Einfluss auf die Fahrdynamik haben. Also abtriebstechnisch bist du dann bei 200 wahrscheinlich. Also ich bin im Auftrieb. Ich bin 350 gefahren, so. Echt? Und das ging. Du merkst, wenn aus dem Gas raus, also wenn das Auto. Genau, wenn der hinten hochkommt. Genau, wenn der hinten hochkommt und du müsstest dann zum Beispiel eine lange Autobahnkurve reinbremsen, dann glaube ich, bist du auf jeden Fall, lenkst du in die falsche Richtung einmal kurz. Wird spannend. Ja, dann 350. Dann wird es spannend. Aber er fährt auf jeden Fall so, wenn du ihn in die Last hältst, durch den Fiat und durch die Vermessung so in der Last, meiner Meinung nach, ist er stabil. Okay, hast du einen Diffusor oder irgendwas? Fährst du? Nee. Das wäre ja vielleicht noch eine Idee. Wie beim GT2S. Genau. Bringt der wirklich was? Ja, definitiv. Geil. Sieht auch sehr gut aus. Ja, haben wir ja beim Touring zum Beispiel. Oder weil er auch so hoch ist, der GT2S. Man kann ihn gut sehen. Genau, man sieht richtig unten drunter. In der Tuning-Szene wäre das jetzt peinlich gewesen. Weil der GT2S ist nämlich so hoch. Überhaupt nicht. Der ist hoch. Für ein Serienauto Heck? Steht der schön. Guck dir mal an, wo mein Heck ist. Also meiner ist locker so ein Stück. Tuner. So ein Stück tiefer. Das ist ein Cup-Deckel oder was ist das? Das ist ein modifizierter GT3S. Nee, das ist normal GT3S. Das habt ihr jetzt gebraucht. Das hier GT3S, das schraubt sie hier dran und fertig. Killer. Ihr könnt im Grunde gucken, ich bin sofort zurück. Sekunde. Hitler. Nein, also du sagst, die Felgen sind nichts. Also mir gefällt das Hochglanzverdichtete nicht. Was, ne? Was ich komisch finde, ist der krasse Überstand. Also, ja. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau damit fahren will. Ich finde das Design finde ich mega. Ich finde auch die originalen GT3S-Räder super geil. Ja. Ist ja dasselbe Design, ne? Ja, ja. Aber, so grundlegend, ne? Das also mir gefällt das mit dem Hochglanzverdichtet. Ich fände die, wenn die schwarz wären, würden das viel geil aussehen, finde ich. Ich glaube, man wird dann gar nicht mehr den Unterschied sehen, dass es überhaupt andere sind. Das ist 21 Zoll. Das stimmt auf jeden Fall. Das wird dann schwierig. Was fährst du privat für ein Auto? Diverse Porsche. Also eher ältere Modelle oder lieber neuere? Nein, schon neuere. Ich meine, wir machen Fahrzeugentwicklung. Ich sage immer, wir machen einfach neu, weil es noch besser geht. Ja. Und deswegen, also mein Traumauto oder mein Lieblingsauto ist ein GT3. Welcher? GT3 Touring als Pedica. Ja. Weil ich sag, die Optik ohne Flügel von so einem Elfer, ja, die ist einfach, die ist mehr gedrungen. Genau. Und das wäre eigentlich so mein Traum, den GT2RS Antriebseinheit in einem GT3 Touring. Nächstes Wave, krass, oder? Das hab ich noch gesagt gestern. Echt? Nee. Doch? Hast du mich ausgedacht? Nee, Nobby hat getreten. Nobby oder so, ne? Ja. Da hab ich gesagt, aber John Pierre, den würdest du aber dann nicht fahren ohne Heckspoiler. Ich so, doch. Genau so.
ohne Hexpoint. Ja, dass der so ein bisschen ja, massiger wird. Genau. So wie er. Er ist ja auch hinten ein richtiger Klops. Ja, genau. Ja, finde ich auch einfach. Vor allem, weil er so eine schöne Taille hat, dann ohne Flügel wirkt das alles noch ein bisschen... Ja. So, abschließend gucken wir noch was hier. Damit fährst du durch die Gegend und verbläst... Alles. Alles. Nee, aber viel. Allrad? Guck hinten runter. Was ist das für eine Bade? Also, was hast du gebaut? Echt? Ja. Und gefährlich. Ja. Also Motor ist auch stark verschraubt, ne, weil es so eng ist. Also es sind keine Motorlager. Fühlt sich spannend an. Ja, ist halt am Vibrieren, ne, wie so ein klassischer alter Rennwagen. Aber was halt wirklich schwierig war, ist, weil die Hinterachse ja selbst gebaut ist, dass du von, genau, dass die Reifen wirklich in der Spur fangen. Das Auto fährt halt wirklich geradeaus und wenn du hinterher fährst, siehst du auch nicht wie bei manchen anderen Autos. Ein Dackelgang, oder? Ja, so ein Dackelgang, sondern das Auto fährt halt wirklich in der Hinsicht perfekt. Aber wenn die Leistung kommt, dann ist das Auto einfach zu klein, Radstand zu kurz, zu leicht. Dann ist das unfassbar. Was nicht ist da für ein Allrad verbaut? Das ist der TT-Allrad aus okay. Der Quali-TT. Wir können auch per Knopfdruck Frontantrieb, Vierradantrieb fahren. Okay. Und per Knopfdruck ABS aus an. Ist besser. Ist besser? Ja. Ja, ich denke es mir. Also ABS, ESP gekoppelt haben wir. Ja. Und per Knopfdruck können wir selbst. Und das war einfach nur zum Spaß, weil du gesagt hast, es geht. Genau. Ich finde es geil, weil die Karre sieht aus wie so ein Sixt-Koffer. Ja, aber ist es nicht. Guck mal rein. Gar nichts. Lass dich mal rein. Oh, riecht wie ein Renault. Zeig ich dir gleich, warum. Wo ist der Tank? Genau, zeig ich dir gleich. Ganz, ja, wichtig, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das auch? Nee, noch nicht. Aber wir rechnen jeden Moment damit, dass irgendwas rausreißt. Cool. Aber es ist gut gebaut. Das ist geil. Ja, ist, ne? Hier ist alles jetzt zu. Weil hier drunter ist jetzt die ganze Einheit für den ganzen Quattro. Ja. Ich finde, dass es sowas gibt. Gibt ja auch nicht. Aber ist schon was anderes, ne? Ganz schön bescheuert. Das ist doch. Zeig doch was. Also man kann so einen 5-Zylinder S1-Motor reinbaut. Ja. Und das ist meiner Meinung nach die Kombination, die Audi immer hätte bringen müssen. Weil es ist der geilste Motor, muss man ehrlich sagen. Der Motor, mehr Charakter als der Motor kann man kaum haben. Das Auto war damals sehr geil, die Optik ist sehr geil, hatte eine sehr geile Vorderachse. Die Achsen an dem Auto sind auch perfekt von der Funktion. Faktisch aber eigentlich passt er nicht rein. Doch. Ja, also für den Hersteller würde er nicht reinpassen. Nein. Genau. Ja. Ja. Also ja doch, man hätte Getriebe. Wir können vielleicht noch einen Tick nach hinten. Ja. Boah, fuck, wie viel Leistung hat der? 500. Das klingt halt göttlich. Gott. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das Exterieur ist komplett STD, oder? Ja, da kommt Porsche nicht mit. Kommt lange ist das Auto hier wirklich. So. Nein, nein, nein. Also ich denke, guck mal. Nein, das stimmt. RS2 hat Porsche ja selbst mitgemacht damals. Ja, ne? Ja. Das ist ja genau der Motor. Ja. Das ist schon... Ja, und das war quasi das Urauto dann für die ganzen RS4 und RS6. Und RS2 war schon geil. Ferrari zum Beispiel kriegst du mich nicht mit. Okay. Finde ich extrem gut. Ja, gefallen mir gut. Fahren? Gefällt mir gut. Ja. Wie gesagt, McLaren. Lenkung, kein Feedback. Du weißt, was ich meine. Ich kann nur von dem 458 Speziale sprechen, da habe ich gesagt, Monsterauto. Fand ich gut. Wenig Rückstellmoment. Das null ist, Rückstellmoment. Das ist ein Thema, wo ich sage, ja, fühle ich mich nicht so richtig wohl. Für euch Rückstellmoment ist, du bist in der Kurve, du musst, wenn du das Lenkrad leicht los ist, du musst zurücklenken. Mhm. Ja, das ist nicht wie beim wenn Porsche. Wenn du die Hände wegnimmst, fährt er im Kreis. Ja, genau, dann fährt er einfach im Kreis. Natürlich, jeder hat seine eigene Philosophie, aber ich verstehe die nicht. Das fühlt sich unnatürlich an. Vielleicht, weil man es überall sonst anders kennt, ich weiß es nicht. Aber das war für mich auch bei McLaren das Gleiche. Auch da fühlt sich ziemlich synthetisch an, die Lenkung, und du musst zurücklenken. Aber ansonsten vom Gesamtpaket, auch Emotionalität, und da fand ich den Ferrari extrem gut. Den bin ich echt gespannt. Hier. Echt? Boah. Nimmst du ihn jetzt wirklich mit? Nein, ich lasse ihn dir noch bis heute Abend. Ehrlich? Ja. Ehrlich jetzt? Darfst du nochmal fahren? Ja, ja. Ich fahre jetzt zum Flughafen, und ein Kollege fährt mich zum Flughafen. Du darfst schon nochmal 2-3 Stunden behalten. Ich habe immer so einen Schiss, ich glaube euch nie irgendwas. Jetzt bin ich gerade wieder nervös. Also du bist jetzt nur gekommen und wir haben gequatscht und du fährst jetzt wieder. Ja. Ich habe gedacht, ich kriege was zum Essen, aber habe nichts gekriegt. Du kriegst richtig was zu essen. Du wirst platzen noch heute. Du kriegst super was Leckeres zu essen. Nein, der Benny und der Dominik haben gesagt, hey, ich glaube, das wird gut passen, wenn ihr euch mal unterhaltet. Und ich glaube, wir verstehen uns. Ja, ich glaube auch. Zu dem GT2 ein bisschen unterhalten und so eine ganze Rekordfahrt. Und ihr habt beide Nagel im Kopf und deswegen war es ganz nee, cool. Wirklich geil. Wenn ihr euch mal treffen sehr. Ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Wir haben ja auch genug Ideen gerade schon wieder gehabt. Genau. Verrückteste Sachen.
Ich danke dir und du fährst jetzt wirklich. Wir waren aber trotzdem hier. Ja, genau. Noch ein bisschen. Ja, noch zwei, drei Stunden. Zwei, drei Stunden. Die müssen wir nutzen. Aber vorher müssen wir ihn mit Essen versorgen. Jetzt haben Fleischburger, Baconburger. Fleischburger. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.